So, ihr kleinen Räuber, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Outlast. Und beim letzten Mal sind wir dem Priester begegnet, also wirklich mal persönlich, ist ja bisher noch gar nicht passiert. Und naja, so schnell wie wir auch begegnet sind, so schnell ist er auch wieder abgehauen, hat man gemerkt, weil er sich verbrannt hat. Stimmt, da war ja was. Der Typ, ne? Der Typ schon wieder. Und ich weiß mal wieder nicht, wo wir hin müssen. Ich glaube, da, wo er gerade hergekommen ist, unser guter alter Freund, der Specki Fettfett. Glaube ich. Bleibt denn der überhaupt? Freundchen, jetzt mach dich mal ran hier. Ja, tut mir leid, wieder ohne Cam. Was immer noch daran zu schulden ist, dass ich meine Kamera, wie gesagt, mal vergessen hatte. Und. Fuck. Versuchen wir einfach das nochmal mit dem vorbeilaufen. Aua, renn! Vielleicht schaffen wir es ja. Ich weiß es nicht genau. Ja, wie gesagt, die Webcam habe ich halt, wie gesagt, nicht dabei. Ist ja doof, ich weiß, aber naja. Geht halt leider nicht anders. Spring! Wow! Oh, ho, ho, ho. Aber das war wirklich allerletzte Sekunde, Freunde. Heieieiei. So, wir müssen nämlich zum Fahrstuhl. Der nette Herr von Priester hat uns ja zum Glück den Schlüssel überlassen. Und damit dürfen wir endlich hier hinein. Und den Fahrstuhl, der bringt uns nämlich irgendwo hin. Mal gucken. Nach unten fahren wir. Hoffentlich in das Erdgeschoss. Das Erdgeschoss. Juhu. Da. Was? Nee, wo? Wieso? Hallo? Nee, Freunde. Nee, hallo. Ich wollte raus. Oh nee, nicht schon wieder Keller. Ach, bitte. Kann ich mich nicht irgendwie weigern? Irgendwie drücken? Drück doch mal. Oh, wo landen wir denn jetzt? Oh, hallo. Finde einen anderen Weg nach draußen. Ach du meine Güte, wo sind wir, verdammt? Oh, oh. Wo sind wir hier? Ja. Gut, ich bleib einfach hier den Rest meines Lebens. Nein, du musst doch nicht durch die Tür gehen. Das geht durch die Tür mal. Lol. Da hab ich gerade einen kurzen Leck gehabt. Ist das Schnee? Das ist Schnee. Nee. Oder, weiß nicht. Das könnte einfach ein... Ah, nee, das ist hier so Zeug, was man an Wände schmiert. Wenn man hier zum Beispiel so Tunnelbau betreibt, schmiert man irgendwie so eine Art Beton oder sowas dran. So ein Mischgezöge. Wie komme ich denn jetzt auf Schnee und Eis? Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, nee, also es ist wahrscheinlich so ein Beton-Mischgedöns, Gips-Zeugs, keine Ahnung, wer das weiß, kann es ja mal reinschreiben. Das ist ein komplett neues Zeichen, oder haben wir das schon mal irgendwo in der Akte gehabt? Das würde mich mal interessieren, ob wir das schon kennen. Einfach mal irgendwo, die scheint nicht so, ne? Okay, wir sind also in irgendeinem Wallrider Project. Aha. Aha, eine geheime Institution, nicht Intuition. Hä? Wow. Okay, hier haben wir noch eine Akte. Wollen wir gleich mal lesen. Aus den persönlichen Notizen von Dr. Wernicke. Frankenstein oder der moderne Prometheus. Von Mary Shelley, 1818, anonym veröffentlicht. Kapitel 23, ein Auszug. Oh Mensch, so rief ich. Wie verblendet warst du doch in deinem Weisheitsdünkel. Genug, ihr wisst ja nicht, wovon ihr redet. Zornentbrannt und aufgewühlt stürzte ich von dannen und kehrte nach Hause zurück, um über geeignete Schritte nachzusinnen. Okay. Ein Gedicht oder eine Geschichte oder was auch immer. Ich kenne gerade den Zusammenhang mit dem Rest dieser Story nicht. Aber gut, vielleicht wird das ja später nochmal. Super, ich liege wieder. Ich glaube, Specki Fettfett war hier unten mal. Oh, gut, dass ich hier keine Spuren hinterlasse. Aha. Ich muss mal die Kamera anmachen. Oh, das stimmt ja. Wo sind wir? Machen wir das Ding wieder aus, weil hier vorne geht es wieder weiter mit Licht. Wow, was zum Henker ist das hier unten? Werden hier etwa die Versuche gemacht? Werden hier etwa die Experimente gemacht? Bin ja mal gespannt, was wir hier unten Tolles finden. Block A. Aha. Oh. Okay. Sind das hier Zellen oder? Ich gehe mal davon aus.
die wir mal schließen. Wer weiß, was da hinter uns noch lauert. Ach, du heilige Scheiße. Oh Mann. Wir haben den Jackpot gefunden. Tatsächlich, das sind die Testkammern. Hier wurden die Patienten so misshandelt, wie wir sie aufgefunden haben. Wow. Ach du Scheiße. Mal lieber weitergehen. Oh Mann. Aber jeder Raum sieht... Oh, eine Akte. Jeder Raum sieht einfach nur so aus. Warum haben wir... Zum Henker. Alter. Was ging mit den Menschen ab, die hier die... Okay, was genau sieht man auf den Bildern? Knochen. Oh, wow, das ist echt detailliert, muss man mal so sagen. Hier die ganzen Stränge, das ist echt krass gemacht, muss ich sagen. Gut, wollen wir mal lag die Akte lesen. Project World Rider, Obduktionsbericht MM130921. Formhinweis. Alle Inhalte müssen umgeschrieben und überarbeitet werden, um den rechtsverbindlichen Anforderungen der Akten zu Murkoff Corporation zu entsprechen. Siehe Formular 4083. Autor Jennifer Rowland. Anmerkung. Meine 14. Autopsie eines World Rider-Patienten. Es gibt keinerlei Anzeichen, dass diese Therapie bei ihm besser angeschlagen hat als bei den anderen. Die Zellmigration und Morphogenese hat leicht zugenommen mit ähnlichen Effekten wie bei menschlichen Wachstumshormonen. Aber nichts, was auf stabile Schaffung eines empfindungsfähigen, unabhängigen Schwarms hindeutet. So müde. Zweifle an meinem Urteilsvermögen. Vermögen. Werde einen weiteren Urlaubsantrag stellen. Die psychologische Belastung, mit so weit fortgeschrittenen und gereizten Patienten zu arbeiten, ist größer, als ich bewältigen kann. Ich werde vorschlagen, weniger Hoffnung in die weit hergeholten Theorien eines senilen Alten zu stecken und stattdessen einen einfachen mechanischen Antrieb zu verwenden, der hauptsächlich auf Sperma-Protein basiert? Werde auf jeden Fall eine stärkere chemische Fixierung ansprechen. Die Murkoff-Sicherheitsleute haben Patient 921 getötet, nachdem ihm die Beruhigungsmittel, die für ein ganzes Hockey-Team ausreichend gewesen wären, nichts anhaben konnten. Ich fürchte, die Hormontherapie und unsere chemischen Fixierungen haben eine gegenseitig kontraproduktive Wirkung. Okay, hätten wir mal so einen direkten Bericht, was die hier machen. Alter, heilige Scheiße, ey. Oh Mann. Wow, wer hier arbeitet... Der muss auch ganz schön gelitten haben. Wer will sich denn freiwillig so einer Bande anschließen? Ganz ehrlich. Ist echt krank. Weil selbst wenn ich Arzt wäre oder Psychologe oder Chirurg, ja? Und in so einer Institution landen würde. Ich würde mich echt fragen, was schiefgelaufen ist bei meiner Ausbildung. Oh Mann. Ein Ausgang. Verdammt. Zwei Gänge. Gucken wir erstmal hier rein. Danach gehen wir den Gang weiter. 666. Ja, das ist ein gutes Anzeichen, dass hier alles okay ist. Airblow. Oder Airblow heißt es ja. Minus 40 Grad. Damit werden wahrscheinlich irgendwelche Kühlkammern oder so betrieben. Oder ist das die Kühlkammer selbst? Das ist selbst ein Kühlschrank. Alles klar. Hätte sein können, dass da woanders irgendwas ist. Liquid Nitrogen. Okay. Achso, es sind einfach nur Kammern oder was. Und hier ist nichts weiter drin. Und was soll ich denn hier? Hier kann man irgendwie die Formel entziffern, wer das kann, kann sich das kurz pausieren und durchlesen. Ich habe damit überhaupt nichts anzufangen. Ach so, hier werden Medikamente gelagert. Ah, alles klar. Okay. Boah, hier können wir auch wieder gehen. Oder lasse sie auf? Ich lasse sie besser auf. Gut, ja, dann halt mal weiter im Text. Also hier geradeaus. Wieso sind hier so viele... Laufdingers. Oh, oh. Und schon wieder ganz viel Blut. Nein. Oh, verdammt. Oh, Mann. Warum habe ich hier so wenig Alternativen? Tja, uns bleibt nichts anderes übrig, außer den langen, dunklen Gang zu folgen. Was uns wohl auf der anderen Seite erwartet. Warum nicht die Specki fett? Wow! Wow, ist eh nix! Nein, ein Wallrider ist er jetzt allerliebst. Toll. Freue ich mich. Wo zum Henker soll ich jetzt hin? Ich glaube, ich habe ihn schon losgeworden. Bin ihn schon losgeworden, so rum. Ich habe ihn losgeworden. Das ist ja tolles Deutsche. Wow! Nein. Oh, nein.
Warrider, dankeschön. Aua. Wow. Alter. Nein. Alter. Habt ihr das gesehen? Natürlich habt ihr das gesehen. Wow. Der hat den mal zerfleischt. Krasse Scheiße. Alter, vor allem wie detailliert das gemacht ist. Das ist echt erschreckend. Oh Mann, da tut mir Specky Fettwetter fast leid. Nein. Wir haben eine Notiz. Wow, heilige Kacke. Also ich muss echt sagen, das war erschreckend. Notizen. Tote Soldaten. So stirbst du also. Von innen heraus in Stücke gerissen. Dein Inneres ist an der Betonwand verteilt. Du bist eine Hölle entkommen, Chris Walker. Und so wahr mir Gott helfe, hoffe ich, dass du nicht deine andere gefunden hast. Aha. Chris Walker hieß er also. Ich habe das schon wieder total vergessen. Es ist schon wieder eine Weile her, dass ich Outlast angefangen habe. Das ist bestimmt schon wieder fast anderthalb Monate oder so. Also, ich weiß ja jetzt auch nicht mehr so genau Bescheid. Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass das ein Mitarbeiter war, oder? Oder Patient. Eins von beiden. Mitarbeiter oder Patient. Ich bin mir nicht mehr sicher. Wo war er? Ach, egal. Uns ja eh nicht. Ja, und du? Wo sind die jetzt? Ist alles zu hier? Muss ich vielleicht wieder ein Teil des Weges zurück, oder wie habt ihr euch das jetzt vorgestellt? Ich habe das jetzt, weil zu konzentriert auf meine Ansprache hier, dass ich nicht mehr weiß, wohin. Ich glaube, wir müssen ein Teil zurück. Hier können wir eh nicht durch. Ja, gut. Da das alle Türen verschlossen sind, bleibt uns nichts anderes übrig. Außerdem hat die Kamera ja auch eben dahin gezeigt. Hm, toll. Okay. Dann geh mal. Aha. Eine Waffe. Verdammt! Das ist Wernick. I'm his father. He certainly loves me, the poor idiot. Where's Billy? You know what this symbol represents? Yeah. It warns of a nanohazard. Nein. Microscopic machines. Das heißt eigentlich Wiedergeburt. Technology we have had for decades. Wernicke. Murkoff discovered in my research a workaround. Turning the cells in the human body into nanofactories. It's the natural function of cells to produce molecules, but through psychosomatic direction, we engineered the precise molecules necessary. Mind over body. It was foolish and wrong to think we could control it. To use madmen to make something so strong. Mhm. Schön, dass du es einsiehst. You have to stop him. Billy ermorden. Murder Billy. Turn off his life support, his anesthesia. You have to undo what I've done. No one can get out of this place while he lives. Ah, das habe ich mitbekommen. Wenn selbst Spiegel Fettfettchen glauben musste. Finde Billy im Hauptlabor. Das ist also Wernicke. Er hat ihn geschaffen, den Wallrider. Und wir müssen ihn vernichten. Aha. Oh. Das lass mich nochmal vorlesen hier. With a damaged mind, granted the powers of a god, it would make any of us into a. Das ist allerdings richtig, da hat recht. Ja, das habe ich jetzt verstanden. Und wer das hier wirklich, ich weiß nicht, ob das Video geburt ist, aber ich dachte schon, dass dieses Zeichen, dieses keltische Zeichen, das Video geburt ist. Ja, geht weiter hier. Prophet's Project Wallrider promised overshadowed whatever pitiful balance of your doctors and patients amounted to. He will spread if you don't stop him. The morphogenic engine is self-perpetuating. Hmm. I pray to God you have the strength to end it here with your death,
more than anything, I want rest. Billy will not let me die. You could never imagine how cruel this is. Ja, niemand will ewig leben. I only want to die. Nicht mal ich möchte ewig leben, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich möchte leben, aber irgendwann auch dem Ende entgegentreten. So, wo müssen wir jetzt hin? Links oder rechts? Morphogenic Engine Chambers. Ich denke mal dorthin. Ah ja, da ist die Tür offen, wo wir vorhin nicht rein konnten. Alles klar, wir müssen also Billy töten, beziehungsweise den Wallrider. Er ist also nicht nur eine Legende, sondern tatsächlich real. Halt, sein Geist, wie ich das jetzt mitbekomme. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Sein Geist wurde halt in... beziehungsweise sein Körper steckt in irgendeine Kammer. Und, naja, und so weiter. Ihr habt das, glaube ich, auch selber interpretieren können. Ich muss mich jetzt erstmal aufs Spiel konzentrieren, bevor ich hier wieder stundenlang laber. Oh, Mann. Der lässt aber auch echt nichts unversucht. Der tötet einfach alles, was ihm im Weg kommt. Außer mich, denn ich werde es beenden. Ah, ja. Aha, hier ist noch eine neue Kammer. Muss ich hier rein? Ah, die Essensausgabe. Wunderbar. Da kann ich nicht rein. Okay. Ich sehe schon, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir hier vor Billy fliehen müssen. So wie es aussieht, wird das hier noch öfter vorkommen. Und ich schätze, wir kommen auf das Vieh... Na, herzlichen Glückwunsch. Kommen auf das Finale zu. Denn ich wüsste jetzt nicht mehr, was sonst noch kommen sollte. Außer, dass wir Billy töten sollten. Was passiert bitte danach noch? Das ist halt... Waren wir nicht schon mal? Nee, das sieht nur so aus. Ja, weil was soll denn noch sein? Wir kommen dann frei, hoffentlich. Wenn der uns nicht umbringt. Ich kenne die Story nicht. Nein! Nein! Oh, geht doch da! Halt doch da! Renn! Ich mag das Vieh nicht. Weil... Ich weiß nicht, wo es ist. Es ist nah hinter uns. Ich sehe es nicht. Ha! Da kommt er niemals drauf. Dass ich mich im Klo verstecke. Er war hier drin. Okay, Billy. Lass mich in Ruhe. Hoffe, ich rutsche jetzt nicht auf Blut aus. Das mir gefällt, ist in Ruhe, du bist Vieh. Wow. Wo lang? Ah doch, ich kann mich hier durchquetschen. Ich hoffe, der kann es nicht. Okay, er ist ein Geist. Er kann das wahrscheinlich. Wow. Lass mich doch in Ruhe. Ha, hier kommt ihr niemals durch. Juhu. Puh. Wofür eigentlich immer dieses Gas? Was werde ich hier angespritzt? Kommst du nicht durch? Da guckst du blöd. Genau, verschwinde wieder. So, wir sind losgeworden. Finde ich gut. So. So, da sehen wir, wie er durchkommt. Okay. Mal gucken, wo wir jetzt landen. Jede Tür schließen. Er kann natürlich durch die Belüftungsschächte, wie wir schon mitbekommen haben. Oh oh. Oh, cool, die Tür wird sogar für mich geöffnet. Nett. Wow. Hallo. Ist ja... Ich suche eine Akte. Keine Akte. Scheint groß. Akte? Keine Akte. So, jetzt kann ich mich wieder drauf konzentrieren. Das ist also... diese Kammer. Morphogenic Engine. Dreh das Ventil für die Nährflüssigkeitsbehälter zu. Wow. Das ist ziemlich krass. Das ist Billy, oder?
wie sie hier einen kompletten Stoffwechsel animieren oder beziehungsweise darstellen können, ist schon echt ziemlich krank. Ich muss die ganze Zeit diesen Bildschirm anstarren. Die ganze Zeit, wo er hier drin ist. Würde ich aber auch verrückt werden. Boah, krass. Und sie haben noch mehr davon. Hey, dich kenne ich doch. Hey, alles klar, Mann? Hallo? Die haben mir noch... Die hatten dir so viel vor. Zum Glück haben die das nur mit einem gemacht. Und der ist wahrscheinlich bei dem Versuch explodiert, oder was? Boah. Oder implodiert, oder was auch immer mit ihm passiert ist. Na gut, wollen wir uns mal die Axt... Ja, klar. Das da wollte ich haben. J. Um eine Verletzung des Patienten zu vermeiden, müssen alle Lebenshaltungssysteme der Lebenskammer des morphogenischen Antriebs täglich geprüft werden. Der angereicherte oxygenierte Perfluorcarbon im Nährflüssigkeitsbehälter muss während der Behandlung des Patienten fortlaufend gespült und ersetzt werden. Es gilt zu beachten, dass die Flüssigkeitsbeatmung durch Anästhetiker enthält und jegliche Unterbrechung der Zufuhr beim Patienten große Schmerzen führt, die das Experiment unterbrechen können. Die Stromversorgung erfolgt durch den Generator des unterirdischen Labors. Die ausreichende Betankung und Wartung des Generators sollte stündlich bestätigt werden. Im Falle eines Ausfalls des Lebenshaltungssystems 1 und 2 springt das Notfallsystem der Lebenskammer an und übernimmt die minimale Lebenserhaltung vor Ort, bis die Techniker eingetroffen sind. Das Deaktivieren des Notfallsystems führt zum sofortigen Tod des Patienten. Genau das sind die Hinweise, die wir brauchen. Wir haben also zwei Sachen zu erledigen. Hier können wir uns wahrscheinlich entscheiden, welches wir nehmen. Tja, Billy, deine letzten Stunden haben geschlagen. Jetzt, wo ich hier bin, sieh deinem Ende entgegen. Kleines Mistding. So, na dann wollen wir mal den Sublab-Generator, also wahrscheinlich den Stromgenerator, ausmachen. Auswerfen wollte ich schon sagen, das wäre ein bisschen Quatsch. Wenn wir durchkommen? Ich komme da nicht durch. Also müssen wir doch erst wahrscheinlich die andere Seite. Kann ich hier irgendwie runterklettern? Ach, dann halt nicht. Ausschalten. Hängt wahrscheinlich miteinander zusammen oder so, ich weiß es nicht. Wollen wir mal. Was dieser Mensch da drüben noch will, das werden wir wahrscheinlich auch noch später erfahren. Ja. Oh Mann. Na, zum Glück haben sie, wie gesagt, nur mit einem, beziehungsweise zwei versucht. Wer weiß, wenn sie da fünf oder sechs Leute in diesen Kammern drin hätten. Was soll eigentlich das Ding da darstellen? Ist das ein Supercomputer oder was? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Okay, machen wir erstmal Life Support. Lebenserhaltungssysteme. So, hoffen wir mal, dass Billy uns hier nicht begegnet. Ich nenne den absichtlich nicht mehr Wall Rider, weil es ja kein Wall Rider mehr ist. Das ist ja nur noch ein Billy. So. Was gilt es hier auszuschalten? Das sind dann wohl diese Nährstoffbehälter. Wahrscheinlich so Vitaminzeugs drin oder was weiß ich, was für Chemikalien, die natürliche Vitamine ersetzen können, theoretisch. Natürlich nicht so. Aber gut, wollen wir mal gucken. Und dann kommen wir in die andere Kammer, oder wie? Ich verstehe den Zusammenhang nicht, wenn man irgendwelche Lebenshaltungssysteme ausschaltet, dass das natürlich eine Stromkammer öffnet. Aber egal. So. Eine Mini-Taschenlampe. Oder was soll das sein? Textmarke? Keine Ahnung. Aber es sah so hervorgehoben aus. Okay, na gut. Ich finde es ja auch erstaunlich, dass hier die ganzen Mitarbeiter nicht über eine Waffe verfügen. Ja, also nicht mal selber. Was passiert denn, wenn da so ein... Wie es halt passiert, so ein Krieg ausbricht innerhalb hier dieser Dinger? Da hast du doch überhaupt keine Chance mehr. Ne? Also, ich meine, gut, gegen den Volra das, also beziehungsweise gegen Billy kannst du natürlich nichts ausrichten, aber gegen die anderen Patienten noch schon. Da wären vielleicht ein paar übrig geblieben, die sich vielleicht mit diesem komischen Typen da, dem Wernicke, in eine Kammer hätten schießen können. Naja, Schluss mit Philosophieren. Da. Der mordende Prometheus. Frankenstein, bla bla bla. Learned, wie gefährlich die Erwärmung von Wissen sein kann, um wie vieles glücklicher derjenige schätzen darf, dem die Welt nicht größer ist als der Marktflecken darin, er geboren ward. Warte mal, das ist irgendwie falsch vorgelesen, aber sorry, ich fange nicht mal von vorne an. Und wie viel glücklicher ist nicht solcher Mensch zu schätzen, denn einer, der da strebte, größer zu sein, als seine Natur es ihm erlaubt. Irgendwie sind diese altdeutschen Sätze immer sehr, sehr kompliziert zu lesen, muss ich sagen. Aber gut. Bin ich irgendwie auch froh drum, dass man heutzutage nicht mehr so spricht, also... Ich meine, so toll klingt das nur auch nicht. Ich finde das eher verwirrend, wie gesagt, so zu reden. So, dann wollen wir mal ausdrehen. Den Hahn zudrehen, wie man so schön sagt. Das
sagst du nichts mehr, hä? Ich hoffe, der kann es jetzt nicht mehr jagen, weil ich meine, schließlich haben wir eben sein lebenserhaltenden Systeme abgeschaltet. Wie soll uns Zeit so jagen können? So viel zum Thema. Ich kann dich doch noch jagen. Ich bin zwar halb tot, aber naja. Ja, lass dir ruhig Zeit. Boah, renn. Okay, ich glaube, wir sind ja losgeworden. Ah, und die Tür ist offen. Perfekt. Puh. Mein Gott, er ist ein Geist. Eigentlich kann er überall nicht folgen, gell? Ach, vergesst es immer wieder. Da hoch. Oh, oh, Treppe. Warum kann er nicht im Fahrstuhl sein? Aber wir sind den, also auf den Fersen sind wir jetzt nicht direkt. Wir sind wahrscheinlich bald durch diese komische Tür da treten, aber noch sind wir tatsächlich im Vorsprung. Alter, wie hoch geht's denn hier noch? Ah, Fahrstuhl wäre viel cooler gewesen. Okay, wir kommen langsam oben an. Okay. Ah, ich sehe nichts. Ah. Puh. Puh. Genau, verschwinde besser. Sieh deinem Ende entgegen, Freundchen. Es ist nah. Es ist verdammt nah. So, hier haben wir nochmal eine Akte. Anbei finden Sie das Formular der Fortsetzungserlaubnis für Patient William Hope aus dem Merck of Wohltätigkeitspsychiatrieprogramm im Mount Massive Hospital in Colorado. Das Formular ist Standard und alle wichtigen Zeilen sind unterschrieben. Anschließend weiß Billy nichts von dem Herzstillstand, der vor kurzem bei seiner Mutter herbeigeführt wurde. Er nimmt an dem Experiment teil, da er seine Mutter die Kosten grundlos zurückzahlen und ihre Kirche eine Spende zukommen lassen möchte. Wernicke, nachdem ich die Traumberichte des Jungen gelesen habe, bin ich davon überzeugt, dass er über ein enormes therapeutisches Potenzial verfügt. Da hat jemand echt großes Vertrauen in ihn gehabt. Hätte er sich sparen können, ehrlich gesagt. Gut. Raus mit dem Scheiß. Ja, da sagst du nichts mehr, mein Freund. Hä? Da bist du still. Ganz still. Das heißt, wir müssen nur noch die Hand einmal drauflegen und dann ist es vorbei. Kamera mal in die Hand nehmen, denn jetzt wird wieder dunkel. Okay, wir müssen den ganzen Scheiß jetzt zurück, den wir gekommen sind. Das heißt, wartet mal. Theoretisch ist er ja noch da, obwohl die ganzen Sachen abgeschaltet wurden. Ah, und da ist er wieder. Was? Oh, nein, lass mich in Ruhe, geh weg! Oh, nein! Ah, fuck! Ah. Nein, meine Kamera. Fuck, scheiß doch drauf. Renn. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Ah, wie der doch laufen kann. Ist gerade das locker 10 Meter gestürzt. Naja, mehr als 10 Meter. Locker 20. Okay, wir müssen uns beeilen. Wir haben es aber gleich geschafft. Wir sind am Ziel. Wir haben eine lange, lange Reise hinter uns. So, wo ist denn der? Hä? Ach, hier. Oh, toll. Zwei Meter vorbeigelaufen. Ha! Hahaha, stirb. Wow. Was? Lass mich in Ruhe. Stirb. Wow. Alter. Na, meine Kamera ist kaputt. Okay, das schießt mich wieder. Nein. Wow. Ah. Verglass das jetzt endlich. Stirb. Nein. Ah. Fuck. Nein. Ah. Nein! Au! Ah, fuck. Er ist tot. Wir haben es geschafft. Ah, fuck! Nein! Ah. Ah.
Nein, nicht aufhängen, gut. Ah, verdammt, er hat... Ah, dieser kleine Mistsack. Verdammt, nur noch raus hier. Er kann mich jetzt nicht mehr jagen. Niemand kann mich mehr jagen. Es ist aus. Wir haben es geschafft. Ich wünsche, ich hätte ein Handy. Funktioniert denn hier kein Telefon mehr? Ich muss doch irgendwie Hilfe holen. Verdammt. Komm schon. Verdammt. Gut. So, noch raus hier. Es muss ans Licht gebracht werden, bis sie getan wurde. Fuck. Alter. Dieser blöde Billy. Okay. Okay. Nein! Ich kann nicht mehr. Oh, mir wird schwindelig. Hey, wer seid ihr? Hey, hey, hey! Ich... nein! Fuck. Wieso habt ihr... Outlast by Red Barrels. Wow, das war ein überraschendes Ende, muss ich sagen. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass wir hier tatsächlich noch umgebracht werden. Wir hatten einen echt harten Weg hinter uns, Leute. Wir haben Billy zwar dem Gar ausgemacht, aber der Wallrider war doch nicht nur eine Erscheinung, so wie Dr. Wernig es erwartet hatte, nein. Aber wirklich diese Legende, von der wie öftermals gelesen hatte, dieser deutsche Geist oder dieser Dämon, war tatsächlich real. Und er treibt immer noch sein Unwesen. Nicht nur in der Anstalt. Wahrscheinlich wird er jetzt die ganze Welt vernichten. Doch das werden wir niemals rausfinden, wir auch. Denn Outlast endet hier mit unserem Tod. Haben wir ihn freigelassen, wenn man das so möchte. Wow. Das war echt eine krasse Story, muss ich sagen. Sehr interessant, muss ich ehrlich gestehen. Richtig geiles Spiel, hat mir echt Spaß gemacht. Auch wenn es an manchen Stellen echt ganz schön zermürbend war und auch sehr nervenzerreißend. Aber wow, echt hammergeil gemacht. Solche Horrorspiele können echt öfter kommen. Da hätte ich echt mal richtig Bock drauf. Und vor allem die Story war echt richtig cool gemacht. Es ist richtig krass gewesen, was die gemacht haben, ja. Also wenn sich das mal wirklich, wenn man das mal irgendwie in unsere eigene Realität bringt, ja. Das wäre schon echt verdammt krank. Überlegt mal, was die mit den Leuten gemacht haben. Die haben sie bis zur Endlichkeit gefoltert. Dann ist dieser Wallrider da gewesen, der wirklich alles vernichtet hat. Also jegliches Sicherheitspersonal. Wir haben ja ganz am Anfang zum Beispiel diese Autos gesehen, beziehungsweise die Militärfahrzeuge. Die hat er mal grundlos einfach mal zunichte gemacht. Ja, das war einfach nur kackegal. Und das Schlimme ist dann daran auch noch, dass noch so viele Überlebende da waren, die eigentlich gar nichts mehr dafür können. Die vor allem dann auch noch von dieser fleischfressenden Krankheit, wie wir, ich glaube, in den vorletzten Folgen da gelesen hatten, auch noch befallen waren. Deswegen sahen die auch so übel krank aus, ja. Also das haben die sich zum Teil auch selbst angetan, die Narben zum Beispiel, aber alles andere, die sahen halt so übel, ich weiß nicht, so halb zerfetzt, halb tot, ja. Also wie man sich halt so einen Toten nach 2-3 Jahren oder so vorstellt. Ich weiß nicht, wie das aussieht, keine Ahnung. Halt, die Haut doch dran, aber mehr nicht. Und so ähnlich sahen die auch aus, halt wirklich von dieser Krankheit, von dieser fleischfressenden Krankheit zerfressen. Von sich selber zu fressen und die haben kein Leben mehr, also selbst wenn dieser Warrior nicht mehr bestünde, weil wir ihn getötet hätten, aus denen wäre nichts mehr geworden, die wieder, die wären in die nächste Anstalt gekommen. Das wäre eigentlich dann echt die Erlösung gewesen, wenn sie halt nochmal drauf geschossen hätten, die guten Leute hier. Aber wenigstens können wir mit gutem Gewissen sagen, Dr. Wernicke ist endlich tot. der wurde ja mitgerissen von dem guten alten Wallrider.
Na gut, ich beende dann meine Ansprache hier und ich habe natürlich auch schon den Nachfolger von Outlast bzw. das Nachfolge-Let's Play vorbereitet. Alles schon da. Ist wieder in die, oh, voilà, Entschuldigung, in die Horror-Game. Aber mal eine ganz andere Sache, mal eine andere Ansicht und gar nicht so ganz realistisch. Also, ich bedanke mich mal fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder. Tschüss.